Jo, hallo zusammen. Wir haben ja lange nichts mehr voneinander gehört, aber heute mache ich mal wieder ein bzw. zwei Videos vom Skat Community Club. Ich glaube, der geht diese Woche in das dritte Quartal, bzw. nee, er ist letzte Woche ins dritte Quartal gegangen, aber das ist jetzt die zweite Woche. Ja, und dann schauen wir mal, wie es so läuft. 37 Leute sind hier auf dem Server. Dann geht es wahrscheinlich auf. Oder auch nicht. Wir spielen mit Josh, H. und Roland. Josh kennen wir natürlich. Roland weiß ich gerade nicht. Fliegt gerade mal hier ein bisschen rum, weil ich gucken muss, wo ich die Kamera genau hinpacken muss. Genau, Roland kenne ich noch nicht. So. Kamera, hier sieht es ganz gut aus. Glaube ich. So. Josh. Kennen wir. Solide. Roland. Sehr defensiv, aber auch wenig Spieler aufgezeichnet. In Vorhand. Na gut, die Karte wollen wir mal zumindest den 0 als Option erstmal offen lassen. Wir kriegen es für 18 zwei Asse drin. Viel besser konnte ich nicht finden. Das wird sicherlich gewonnen werden. Das stärkste Spiel ohne 5, was ich jemals gespielt habe, glaube ich. Schneider. Ohne 5 Schneider. Ja, Skat Community Club, wisst ihr Bescheid. Marco streamt sicherlich auch gerade. 2x24 werden angeboten jeden Dienstag. Man muss, glaube ich, immer so 14 Listen in dem Quartal spielen. Das ist immer ein bisschen mehr als die Hälfte der angebotenen Listen. Aber ich gucke mal gerade auf dem Telefon, weil es mir gerade angezeigt wird. Rang wird gespielt. Wen Quantus da am Tisch hat. Okay, ist noch nicht, ist noch mit Verzögerung. So, erster Stich war 14. Kann noch einen König drauflegen. 14 plus 11, 26. Wenn ich rausnehme, sind es 30, ne? Lohnt sich auch nicht. Lasse ich ihn den abziehen. Und das sind auch noch verteilte Jungs. Ja, da hätte er ein Bild noch anbieten müssen in Karo, wenn er es gehabt hätte, dann wären wir rausgekommen. Naja, sei es drum. So, das sieht wieder nach einem Riesen aus. Noch eine 10. Kann den Grang natürlich spielen. Ohne Gegenreizung. Ich glaube, wir riskieren es mal. Im ersten Stich am besten gleich Karo Ass stechen, dann hat man überhaupt keine Sorgen. Okay, so. Ich glaube, dann spielen wir tatsächlich einen Buben raus. Okay, er hat noch den anderen Buben, nur er ist herzfrei, leider. Er hat jetzt noch den Buben. Zwei Kreuz und zwei Karos. Ja, wenn es eine Karo-Übergabe gibt, ich glaube, wir ziehen einfach hier zum Sieg. Keine Spielereien mehr. Aber wir hatten schon gewonnen. Na gut, dann hätte ich auch, habe jetzt nicht mitgezählt, dann hätte ich natürlich auch probieren können,
ihn zum Stechen zu bringen oder dass er Karo noch abwirft. Karo Ass wird schon bei Josh gewesen sein. Ah, ärgere ich mich doch ein bisschen. Wie viel 66 hat nur? Also, Schneider wird so oder so schwer. Karo, Herz 10 geht ja nicht. Geht ja nicht durch. Ja, vielleicht auch nur die Lusche nehmen. Drei Jungs anscheinend. Da ist noch eine Karo-Lusche dabei, aber dann kommen wir auch nicht aus dem Schneider, ne? Da ist auch gar nicht dabei. Ups, da habe ich ein bisschen schnell geklickt. Aber wären wir auch nicht rausgekommen. Oder? 14? Ah doch, wären wir 32. Na gut, dann habe ich ihm den Schneider geschenkt. Karolusche Flug von Josh habe ich zu schnell geklickt. Etwas Überlegung. So, jetzt kann ich mal bei bei Marco kurz reinschauen. Okay, Marco spielt gegen Ziegenberg und Peekaboo. Nullover. Es hat aber lange gedauert, die Ansage. Wahrscheinlich hat er noch ein zweites Spiel in der Mache gehabt oder überlegt. Aber der Nullover ist ja dicht. Gedrückt. Das mache ich nicht. Das kann nur gut werden, wenn die Kreuz 7 im Skat liegt. So. Oh ja. Kann er schon mal nicht drei Peak haben. Damit habe ich gerechnet. Ja, unter Ass 10 erstmal aus. Auch ein Ding. War gar nicht nötig, weil wir trotzdem Schneider geblieben sind, wo es sehr einseitig stand. Tja, Karo Hand hier, na, ist mir nicht gut genug.
Wenn wir uns oft ein Kreuzspiel angucken. Warum nimmt er denn nicht erst den König? Das war schlecht. Das war schlecht. Jetzt darf ich da die Pik 10 opfern. Kann er ein Endspiel auf unsere Herz-10? Oh, er hat selber Herz-10. Hat trotzdem noch verloren. Es könnte ein Grang werden, wenn er genügend Asse hat. Kreuz, oh, dann wird es schwierig. Oh je, oh je, oh je. Herz, Ass, ey, unglaublich. Was für eine Scheiße. Tja, haben wir Rest, aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Oh, vielleicht doch. Reicht doch. Ah, gegen 5 Trümpfe war es dann doch zu schwach und Roland hat so viele volle. So viele Zehner auch, was er dann unbedingt Herz Ass versenken muss. Naja. Uiuiui, da haben wir ganz gut gefunden. Ja, 17, 28 machen sie maximal. So. Sieht auch reizbar aus. Zumindest mal den Null rausnehmen, der hier so ein bisschen lauern könnte. Älter. Ich renne den Karo zweifach auch noch raus. Na gut, schön ist es nicht geworden. Wenn er auch Herz gereizt hat, sind wir sowieso klinisch tot. Wenn nicht, dann müssen wir auch Kreuz Ass fangen, sonst wird's auch schwer. Karo gereizt, okay. Oh, wir fangen das.
Verstehen gut. Jetzt los. Oh, jetzt haben sie nichts mehr. Ich weiß nicht, wenn der Pik blank war. Ja, Pik war blank. Dann muss Josh jetzt die Pik 10 vorschießen und dann kriegen sie noch den Abstich für den Sieg. Glaube, ich hätte tatsächlich nicht abwerfen dürfen. Ich habe jetzt leider nicht mitgezählt, ob da noch ein Voller war. Aber war nicht. Er hat erst 40, also hätte ich stechen müssen und dann kann ich nicht verlieren. Glück gehabt, schon wieder zwei Asse drin. Nochmal Glück gehabt. So, wie drückt man da am besten? Ich bin gar nicht in Vorhand. Hups. Aber gut, ändert an der Drückung nicht so viel, weil, obwohl, dann hätte ich vielleicht tatsächlich Herz Dame noch gedrückt. Eine Menge haben sie bekommen, aber reicht nicht. Da muss man auch nicht reizen, die Karte. Zwei blanke Zehen, fünf Trümpfe, kein Ass. Ist auch nicht so sinnvoll, glaube ich. Riesenspiel. Ich kann nur 18 sagen. Das soll die noch ausspielen. Wir sind raus aus dem Schneider. Viel mehr wird nicht drin sein. Vier dagegen, aber sonst nicht viel. Die war wohl blank. Sechs Trümpfe. Nee. Nee.
Ja, die 10 darf natürlich nicht an Roland gehen. Von der einfach bestellten 10 geöffnet von 10 Dame. Ne, die muss er schmieren, immer wenn die blank ist. Das steht da zu sehr auf Gefahr. Ich dachte, es war blank, deswegen spiele ich jetzt 9, um noch den Stich da zu machen. Aber Karo-Stich war schon komisch. Nach meiner Rechnung war der Karo ja blank und 3 Herz, deswegen spiele ich nicht Karo zurück, wo ich es eigentlich hätte machen können. Dann wäre die Sache für Josh auch klarer gewesen und die Herz 10 wäre bei uns reingegangen. Also ja, wäre vielleicht von mir dann doch der bessere Zug gewesen. Ja, nur Ehre ist, dann kann er auch gleich das Karo spielen. Aber leider hat es punktemäßig nicht gereicht. Herz König, ja, nicht den vorspielen, sondern eine Lusche. Und dann gewinnen wir. Dann gewinnen wir. Naja, nicht unbedingt, dann muss er es aber weglassen. Ich muss da quasi Karo 10 von vornherein opfern. Ich denke mal, wir gewinnen. Und ich den nicht anspiele. Schade. Alles außer Pik ist okay. Wenn er sein Herz da noch hat, Zehn da reinschicken, das glaube ich. Ah, okay, jetzt haben wir sowieso was. Nee, er muss. Das reicht trotzdem. Aber warum? So, Herz hat er nicht mehr. Ja, dann war alles gut. Aber wenn Roland hier 20 sagt, bin ich lieber raus, scheint mir dann ja doch Gefahrenverzug zu sein, wenn ich die beiden Alten und ein Ass habe. Hier drum. 22. 36. 48. Der ging auch nicht. Das ist nichts. Fünfundzwanzig. Ja, tatsächlich.
Dann müssten wir ja gewinnen. Oh nein. Okay. Dann stand es wohl zu glatt. Achtundzwanzig. Zwei Peak also. Ja, das war nicht gut. Das war nicht gut, das war nicht gut. Hat sogar noch eine 10, da muss ja immer die rein. 2 Karo, 2 Pik war eigentlich geklärt. Egal, was ist das? Nicht so viel. 7 mal 7 Punkte am Kreuz. Muss halbwegs glatt stehen, sonst geht hier gar nichts. 18. Shit. Tja. Herz baut ihr einmal mehr. Ich habe schon überlegt, ob ich lieber Herz 10 drücke. Aber gut, Viererlängen sind auch nicht so oft. Machen wir mal blank auf. Viel mehr wird es wohl nicht werden. Drei Kreuz dabei, noch ein Karo oder ein Pik, ne? Da fehlt mir noch ein anderer Voller, leider. Ja, Pik 10 liegt. Wenn ich die hab, dann können wir was ausrichten.
Hab ein Herz verpasst, aber macht, glaube ich, keinen großen Unterschied. Letztes Spiel. Sieht doch noch mal gut aus. Auch noch mal gut dazu gefunden. Einfach die Augen zum Gang drücken, ist, denke ich, korrekt. Das ist nicht so schön, hätte lieber einen König oben gehabt. Oh. 28. 32, gut, wenn die Vollen laufen. Dann ist er durch. Viel mehr mache ich nicht. Aber nochmal ein Gang zum Abschluss und 7,64 sind auch nicht so schlecht. Und ja, das war die erste Serie von heute und die zweite seht ihr im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.